In einem meiner letzten Posts hatte ich was über gesunde Dehnung gesagt. Da ging es eigentlich um Verletzungen, die möglich sind, die passieren können, wenn wir zu intensiv dehnen. Das hat mich ein bisschen dazu inspiriert, generell mal ein paar Techniken zum Thema Raumgewinn und Dehnung einfach hier zu platzieren. Heute möchte ich über die passive Dauerdehnung sprechen, die wir zum Beispiel im Yin haben oder in der Hatha-Yoga-Tradition. Anders ausgedrückt, was passiert, wenn ich ein System sehr lange ganz frei von Kraft in die Dehnung, in die Länge bringen. Viele sagen, oh, das ist jetzt die Faszie. Es ist aber irgendwie beides und ich möchte es gerade mal ein bisschen auf den Teller bringen, was es genau ist und warum. Dehnung heißt immer, dass wir gegen die strukturelle Länge von Muskel und Bindegewebe arbeiten. Der Muskel adaptiert seine Spannung direkt über den Nerv, also wie viel Spannung liegt vom Nerv an, und über den Grundstresspegel, also die Stresshormone. Das Bindegewebe reguliert nicht direkt, sondern wird reguliert. Es hat nichts mit dem Nerven zu tun, aber es reagiert in seiner Länge auf zwei Dinge. Nämlich einmal auf den CO2-Gehalt im Gewebe. Je größer CO2, je mehr CO2 da ist, desto entspannter und damit länger ist das Bindegewebe. Und auf die Stresshormone. Je weniger Stresshormone, desto länger ist das Bindegewebe. Grundlegend hat diese Flexibilität aber eine Grenze, weil diese Flexibilität natürlich immer nur so weit möglich ist, wie strukturell Gewebe da ist. Und Bindegewebe adaptiert, weil es mit dem Muskel auch schützend verwachsen ist, die Grundstruktur und die Grundstabilität hält, immer in dem Umfang, wir bauen also immer Gewebe ein oder lagern es wieder aus, wie wir uns täglich bewegen. Bedeutet, wenn wir uns grundlegend in unserem Bewegungsumfang, unserem Bewegungsradius erhöhen wollen, unsere Grundflexibilität erhöhen, dann müssen wir erst den muskulären Widerstand überwinden. Das heißt, der Muskel muss loslassen. Und dann muss das Bindegewebe den Impuls bekommen, sozusagen die Information, du pass mal auf, entspann dich, aber auch wenn du dich entspannt hast, das reicht mir nicht an Raum. Und was passiert, wenn wir das immer wieder tun? Wir werden mit der Zeit, weil dieser Raum immer wieder gefordert ist, mehr Bindegewebsmaterial einbauen, einlagern, was dafür sorgt, dass wir bei gleicher Stabilität trotzdem einen größeren Bewegungsumfang gehen können. Deshalb ist die Dauerdehnung was ganz Interessantes, weil die Dauerdehnung macht beides. Die Dauerdehnung wirkt auf den Muskel so ein, dass ihm überhaupt nichts abverlangt. Nur die Statik, nur die Schwerkraft zieht. Und jetzt beginnt der Muskel sich wunderbar zu entspannen. Wenn der Muskel selbst an der Grenze seiner Beweglichkeit ist durch das ihn limitierende Bindegewebe, dann bekommt dieses Bindegewebe jetzt den Dehnreiz. Und dadurch, dass der einfach lange ist, wird sich dieses Bindegewebe ganz langsam lockern und strukturell verändern. Es zieht ein bisschen in die Länge. Das hat ein Limit. Und wenn dieser Limit erreicht ist, dann wird sozusagen die Information ins System getragen, wir brauchen hier mehr Material. Das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber es trifft das, wie es in der Natur läuft. Was heißt das für die Länge? Eine muskuläre Entspannung ab einer halben Minute, je nach Zug, halben Minute bis Minute. Dann kommt das Bindegewebe und es beginnt sich strukturell etwas zu längen nach rund 2 Minuten. Und dann, ab diesen 2 Minuten, wird das sozusagen als Impuls ins System getragen. Also alles über 2 Minuten, statische, passive Dauerdehnung, gibt deinem System die Information, ich bräuchte hier ein bisschen mehr Platz.